So, speichern. Das ist der kaputte. Geht. Seid gegrüßt, kaiserlicher Bruder. Danke. Er hat uns nicht gesehen. Er hat uns nicht gesehen, Leute. Er sieht uns nicht. Müssen wir nur noch abwarten? Bis er mal sich ins Bett begibt, müssen wir warten. Denn wir können uns hier jetzt nicht wegbewegen. Einen Schritt und er würde uns wahrscheinlich sehen. Bleibt ganz schön lange wach. Wie spät ist es? Um 1 Uhr geht er da, oder? Wir machen was anderes, Leute. Wir laden jetzt nochmal. Und wir warten einfach nochmal ein bisschen. Jetzt haben wir es 23 Uhr. Wir warten einfach noch 2 Stunden. Dann wäre es 1 Uhr morgens wieder. Ihr seid. Hi. Nein, jetzt ist der wieder da. Raus hier, jetzt. Mist. Wir warten eine Stunde mal. Vielleicht geht es dann besser. Das ist ja schon Mitternacht. Ich höre, ihr wisst euch in leichter Rüstung geschickt zu bewegen. Das sind übrigens die Effekte, die eigentlich hier sein sollten, Leute. Oder hier. Sind aus irgendeinem Grund dort. Hallo, Hofmagier. So. Speichern wir. Also nicht den hier, sondern den da. Und dann laden wir. Es geht! Wir haben es geschafft, Leute. Wir haben die andauernden Abstürze ausgetrickst. Er ist sehr stur. Ich freue mich, euch zu sehen. Wir haben etwas zu erledigen. Ja. Gut früh. Schatten so. Mögen euch. Gut, und jetzt nochmal speichern. Den hier. Laden. Es geht noch. Yay. Okay, Hafenviertel.
So, irgendwo da vorne wird es sein. Geschätztes Pferd. Das ist der. Oh. Ich habe einen Haftbefehl für den Graufuchs. Wisst ihr, wo er sich aufhält? In Fortsterblicher. Die Magier senden also einen garstigen Dädra, um eine simple Nachricht zu überbringen, wo ein ehrlicher Bote... Also gut, Leute, wir haben den Befehl erhalten, uns wieder auf unsere Posten zu begeben. Ich rieche die schmutzigen Machenschaften des Graufuchses dahinter. Naja. Während ich Hieronymus Lex ausspionierte, sah ich, wie ihm ein Dremora eine Notiz gab. Lex hat begonnen, seine Wachen aus dem Hafenviertel abzuziehen. Ich glaube, jetzt muss ich mit Tadell Bericht erstatten. Lex hat diese Notiz fallen gelassen. Vielleicht kann ich sie ja finden. Da ist sie fallen gelassen worden, ja. Notiz von Ontus Warnin. Hieronymus Lex, eure Fehde mit dem Graufuchs ist die geheime Universität zu teuer zu stehen gekommen. Ihr habt die Wachen requiriert, die unseren Besitz patrouillieren. In ihrer Abwesenheit hat jemand der Universität ein wertvolles Artefakt gestohlen. Wir verlangen, dass ihr auf der Stelle alle Wachen auf ihre Posten zurückschickt. Tut ihr das nicht, sehen wir uns gezwungen, die Angelegenheit eurem Vorgesetzten zur Kenntnis zu bringen. Raminus Polus, geheime Universität. Tja, sagen wir, wie es ausging. Und üben wieder ein bisschen Eisschild. Ist krank aus. Nur ein bisschen. Ich freue mich, euch zu sehen. Wir haben etwas zu erledigen. Hieronymus Lex. Er hat den Befehl erhalten, aus dem Hafenviertel abzuziehen? Hervorragend! Ich habe noch eine letzte Aufgabe für euch. Als Zeichen guten Willens muss die Diebesgilde der geheimen Universität Rormirs Eisstab zurückgeben. Wir können den Zauberern jedoch nicht trauen. Ich bin sicher, sie warten nur darauf, dass wir ihn wieder dorthin legen, wo ihr ihn herhabt. Sie hätten keine Skrupel, euch umzubringen, sobald sie den Stab zurückhaben. Stattdessen möchte ich, dass ihr Rormirs Eisstab in Ontus Warnins sichere Truhe legt. Er hat eine bei sich zu Hause. Ontus ist ein ehemaliger Forscher der Universität. Okay, dann bezahlt ihr mich. Ihr seid ein habgieriger Hund. Das mag ich an einem Dieb. Ihr müsst mit Skriva darüber sprechen. Ich bin nur für den Schwindel verantwortlich. Ein habgieriger Hund. Schatten mögen euch verbergen. Ach, ist das hier im Talusplatzbezirk? Nein? Nein? Ich höre euch zu, Bürger. Ja. Gut, speichern wir hier. Oh, es ging. Kurz war der Ton weg. Da hatte ich echt Angst bekommen, Leute. Sehr schwer, als ob das für uns ein Problem wäre. So, ich glaube, die ist oben. Immer noch schwer. Er schläft. Ach, der Typ war das. Ich habe den Eisstab in der Truhe von Ontus Schlafgemach abgelegt. Ich sollte Skriva aufsuchen und meine Belohnung einsacken. Gibt's hier einen Wurz? Nein. Und hier? Nö. Na gut. Es ist echt schade, Leute, dass wir nicht mehr stehlen dürfen oder nicht mehr so einfach stehlen können.
Verdammt schade ist das. Ich habe die Quest vorher noch gar nicht vorgelesen. Hier. Mitradell hat eine letzte Aufgabe für mich. Es ist zu gefährlich, Romis Eisstab auf direktem Wege in die geheime Universität zurückzubringen. Stattdessen soll ich den Eisstab in eine Truhe im Haus von Otto Svanin legen. Er ist Forscher an der geheimen Universität und wird ihn dort sicherlich finden. So, jetzt aber speichern. Hier und laden. Es geht, super. Dann müssen wir jetzt zurück zu Scriver. Nach Beraville. Es wäre Nacht, wir könnten jetzt nochmal versuchen, mit deiner Mutter danach zu sprechen. So zwei Tage später. Nein, geht immer noch nicht. Scribbers Haus. Sie ist da drin und schläft. Und da ist eine Zeuge. Wir können hier also eigentlich einfach... Ach, dann schlafen wir einfach selbst. Wir könnten auch wieder Blut saugen. Ah. Au. So, dann gehen wir jetzt nach Hause und schlafen einfach ein bisschen. Drei Stunden sollten reichen. Dann ist Skiffer bestimmt wieder wach. Akrobatik hat sich verbessert, wir sollten rasten. Wir haben gerade gerastet. Jetzt gehen wir erstmal zu Scriver. Ihr Haus ist jetzt bestimmt offen. Ja. Was kann ein bescheidener Doyen für einen gewieften Dieb tun, hä? Gerüchte. Ich hörte, dass Fatis Aren ein begabter Beschwörer ist. Hieronymus Lex. Hieronymus Lex hat das Hafenviertel verlassen? Gute Arbeit. Aus Misrit Hells Berichten ersehe ich, dass ihr gute Arbeit geleistet habt. Ihr habt euch eure Belohnung verdient. Hiermit befördere ich euch zur Katze. Dies bedeutet, dass ihr Luciana Galena aus Braville als Hehlerin benutzen könnt. Herzlichen Glückwunsch zu eurem neuen Rang. Aus Braville? Die bisherige Spezialaufträge. Ich benötige ein sehr besonderes Buch. Die verschollenen Geschichten von Tamriel. Die Katze Tyrannis ist auf der Jagd nach diesem Buch nach Skingrad geschickt worden. Leider wurde Tyrannis seither nicht mehr gesehen. Der Graufuchs höchstpersönlich stellt diesem Buch nach. Ihr sollt Tyrannis für mich finden. Helft Tyrannis dabei, das Buch zu besorgen. Wenn Tyrannis dazu nicht bereit oder in der Lage sein sollte, dann müsst ihr das Buch selbst besorgen. Stimmt ihr den Bedingungen zu? Klingt interessant. Ich werde es machen. Gut so. Geht nach Skingrad. Die Spur beginnt dort. Okay. Liebes Gilde Spezialaufträge. Gibt es keine Beute für den Jäger? Ach doch. So, wo war das? Über die Diebesgilde, glaube ich. Was wollt ihr wissen? Wo kann ich einen Hehler finden? Die besten Hehler arbeiten nur mit Diebesgildenmitgliedern höheren Ranges zusammen. Hier eine Liste mit Leuten, zu denen ihr gehen könnt. Luciana Galena, die Hehlerin. Luciana wohnt in Braville. Sie ist eine gute Hehlerin. Zumindest besser als Ongar und Darji. Okay, danke. Schatten verbirgt den Jäger. Danke. Ich habe mein Ziel erreicht und Diebesgut im Wert von über 400 Goldstücken verhökert.
Ich sollte mal bei Skriva vorbeischauen. Vielleicht hat sie ja was für mich. So. Erstmal das hier. Skriva war sehr erfreut. Die geheime Universität hat Hieronymus Lex zur Beendigung seiner Belagerung des Hafenviertels gezwungen. Sie hat mir die versprochenen 300 Goldstücke ausgezahlt. Ich bin innerhalb der Diebesgilde zur Katze befördert worden. Katze! So, dann weiter mit... Verlorene Historie. Skriva von der Diebesgilde hat mich gebeten, herauszufinden, was mit dem Dieb namens Tyrannis passiert ist. Er war ausgeschickt worden, ein Buch mit dem Titel Verschollenen Geschichten von Tamriel vom Zauberer auf Schloss Gingrad zu stehlen. Das Buch zu beschaffen ist meine Aufgabe. Für Skriva spielt es keine Rolle, ob Tyrannis oder ich das Buch bei ihm abliefern. Ich bekomme in beiden Fällen 400 Goldstücke. Sehr schön. Dann gehen wir jetzt nach Hause und damit gespeichert, Leute. Wobei, es ist Tag und wir sind kein Vampir mehr, also kein höherwertiger. Dann könnten wir auch hier speichern. Und es geht. Dann Stufenaufstieg, wir kommen. Hey. So, eine Stunde. Ihr seid aufgestiegen zur Stufe 42. Wenn man den Erfolg seiner Anstrengungen und Mühen genießt, sieht es für andere immer so aus, als habe man nur Glück gehabt. Aber ihr wisst ja, dass ihr euch jedes Stückchen eures Erfolges selbst verdient habt. Ein Punkt Glück. Beeinflusst alles, was sie tun, hat aber keinen Einfluss auf ihre Fertigkeiten. Insgesamt jetzt 91 Punkte, Leute. So, am wenigsten haben wir bei Intelligenz, da kriegen wir 2 Punkte. Beeinflusst ihre allgemeine Magie und Magieanwendung. Zuständig für die Fertigkeiten Alchemie, Beschwörung und Mystik. 77 Punkte. Am meisten kriegen wir bei Stärke. Wir können mehr tragen, Leute. 3 Punkte. Beeinflusst, wie viel sie tragen können, ihre Ausdauer, ihre anfängliche Lebensenergie, den Schaden, den sie mit Nahkampfwaffen anrichten können. Zuständig für die Fertigkeiten Stumpfwaffen, Klingenwaffen und Nahkampf. 89 Punkte. Juhu! Super. Das gefällt mir. Okay, also Leute, eigentlich wollte ich dorthin gehen, wo der nächste Hehler ist. Aber der ist ja hier in Bravil. Wir könnten mal mit dir reden. Wie war nochmal ihr Name? Ach, wenn ich ihn lese, dann sehe ich das. Dann weiß ich es wieder. Oh, Luciana Galena. Die wohnt über uns. Unser Hehler wohnt über uns, Leute. Ist dies ein Spiel oder ernst? Spiel. Ich bin bereit zum Lehren, wenn ihr bereit zum Lernen seid. Ja, genau. Für euch? Selbstverständlich. Heute gibt es euch einen fantastischen Kunden. Wow, danke. So, machen wir 56. Mal sehen, was die alles hat. 100, nein, Dietrich, ich kaufe mir nicht mehr. Aber das möchte ich alles kaufen. Ich hätte es euch... Sie ist ein Experte. Das wird ein bisschen heftig. Es war mir ein... Das glaube ich nicht. Schade. Silberpfeile kaufen wir noch. Das war viel. Stabpfeile. Zwergendolch. Den haben wir noch gar nicht, glaube ich. Ich wusste auch gar nicht, dass es das gibt. Ich hoffe, wir finden mal einen. Niemand außer uns beiden soll von dieser Sache erfahren. Ja. Oh, da fällt mir noch ein. Heute gibt es euch einen fantastischen Kunden. Liebeszeug zu verkaufen vielleicht? Ja, hier ein Dietrich. Ein Bier. Moment mal kurz.
Niemand außer uns beiden soll von dieser Sache erfahren. So Leute, jetzt ist ein kleines Problem. Schatten mögen euch ver... Ich habe jetzt einfach auch zum Aufnehmen angefangen, so vor 1,5 Stunden, und habe ganz vergessen, dass heute der Maler vorbeikommt. Der ist jetzt da. Das Haus soll nämlich neu gestrichen werden. Putze runter, Putze rauf, streichen, alles neu machen, und der wäre jetzt da, um ein Angebot abzugeben und sowas. Deswegen, ich werde jetzt leider aufhören müssen. Werde auch heute nicht mehr spielen. Na, und beim nächsten Mal dann. Ist echt blöd jetzt gerade. Geht der Spielstand noch? Ja. So, dann, blödes Timing. Ich habe es leider vergessen. Tut mir leid, sonst hätte ich gar nicht aufgenommen heute. Oder später, keine Ahnung. Naja, dann, wir sehen uns morgen. Ciao.